Jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, zum Abschleichen, aber Sie werden es offenbar wissen. Ja, es stellt sich die Frage, haben wir Geld an Diskretion? Ist das einfach? Kann man es einfach drücken? Also nicht drucken, sondern drücken per Enter. Um dieser Frage nachzugehen, braucht es nochmal ein bisschen Aufwand. Ihre Köpfe werden richtig anfangen rauchen. Aber machen Sie sich nicht daraus, erinnern Sie sich an das Zitat vom Anfang, es ist eigentlich gar nicht komplex. Es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Sie können alles wieder vergessen noch am Schluss. Weil Sie mir aber sonst das nicht würden glauben, bringe ich die ganze Komplexität rasch rein. Dann können Sie das vergessen. Geld an Diskretion? Nein. Wir haben ein sogenanntes Mindestreservenmodell. So, was sagt die Mindestreserve? Das haben Sie vielleicht in der Zeitung erst gelesen oder irgendwo mitbekommen. Die Bank muss eine Reserve haben. Das gibt es in der Schweiz. Wir haben eine gesetzliche Mindestreserve. Eine Bank muss eine Mindestreserve bei der Zentralbank halten. Also muss sie ein Konto haben bei der Zentralbank. Bei uns ist das die Schweizerische Nationalbank. Dort muss sie eine Reserve drauf haben. Und dann kann sie ja Buchgeld schöpfen. Die Höhe der vergebenen Buchgelder steht in einem fixen Verhältnis zur Mindestreserve und ist dadurch limitiert. Das ist das Mindestreservenmodell. Ja, das ist das Mindestreservenmodell. Wieder eine Visualisierung. Verbreiteter Irrglauben ist dann, wenn die Leute von der Mindestreserve redet, dass die Leute folgendes Gefühl haben, nämlich eine Art immer noch im Vermittlermodell innen sind, also dass sie das Gefühl haben, der Herr Stutz bringt sein Geld auf die Bank, die Bank hebt ein Geldstück, jetzt zum Beispiel Mindestreserve, und geht jetzt einfach 4 weiter. Also dass es quasi wie ein Mindestreservenmodell wäre mit dem Vermittler, mit der Vermittlergeschichte. Also dass die Banken Geld vermittelt, sie haben aber jetzt schon alle mitbekommen, dass die Banken kein Geld vermittelt, sondern immer neu schaffen. Also, das ist völlig falsch. Vergessen Sie das. Mindestens ist nicht das. Was in der Fall ist, sage ich jetzt mal, ist folgendes. Eine Bank weist das aus, dass sie so viel Bargeld hat. Oder gibt es so bei der Schweizerischen Nationalbank und kann dann anfangen, Kredit vergeben, also Mindestreserve, eine Geschäftsbank muss einen Prozentsatz als Reserve bei der Zentralbank halten, wenn sie Kredite vergeben will. Buchgeld schöpfen. Dann kann sie auf Enter drücken und auf Buchgeld machen. Der Prozentsatz steht im Verhältnis zu den Buchgeldern, was sie rausgibt. Also je höher ihre Reserve, desto mehr Buchgeld kann sie rausgeben. Es hat nichts mit Kundengeldern in dem Sinne zu tun. Ausser sie nimmt das Bargeld, das sie von Kunden hat, und deklariert es als Reservegeld. Was ist denn das nur ums Ei? Entschuldigung? Ist zuerst das Buchgeld und dann muss man die Reserve erhöhen? Oder zuerst das Reserve und dann das Buchgeld? Ja, sie nehmen mir die Pointe von weg. Ach. Aber trotzdem, ich mache das Rechenbeispiel aus der Schweiz. Also, der Herr von der Bank gibt sein Geld an, als Reserve. Und jetzt ist die Frage, was ist der Mindestreservensatz von der Schweiz? Wer weiß der? 10%. Wir Schweizer sind ja konservativ. Wir haben Europa der größte. 2? 7 oder 5? Ist es mittlerweile sogar 2? Also, als ich den Vortrag geschrieben habe, war es 2,5. Also, ich glaube, das ist auch nicht aktuell. Wir sind da gute Kontakte auf der Bank. Gut, dann kommt Enter-Taste ins Spiel und ich habe für Sie eine kleine Rechenaufgabe gemacht. Wenn es Resultat hat, kann ich sagen, oder noch ein bisschen Musik hören. Ich habe gesagt, 40 Mal. Mit einer Reserve von 100.000 können Sie 40 Mal Enter drücken und 4 Millionen generieren. Das ist ein Buchungssatz. Mit Bankfinanzverlängerung.
Song, aber wir leider weitermachen. Wir gehen ein paar Mindestreserven-Sätze durch. Also wir hatten den von der Schweiz gehabt. Der ist 100'000, das ermöglicht eine theoretische Buchgeldschöpfung von 4 Millionen. Ich habe gesagt, wir sind die konservativsten. Die Eurozone ist die EZB, die hat ihn abgesetzt, die tun immer weiter abgesetzt. Mittlerweile ist er bei 1%. Ermöglicht 10 Millionen Buchgeld aus 100'000 Reserven. Die englische Zentralbank, brauchen wir nicht. Die haben theoretisch eine unendliche Buchgeldschöpfung möglich. Das, was Sie sagen, ist ja logisch, der Federal Reserve, also das amerikanische Bankensystem, dort ist ja die ganze Blase entstanden, dort haben wir ja Kredit gegeben in all den Leuten, die nicht kreditwürdig sind. Also, die müssen jetzt eine Mindestreserve haben, wo ist die Mindestreserve? Weil die haben ja Gelder geschöpft, dass es klopft und tätscht. Und jetzt werden sie alle stunden. Jetzt sagt man Mindestreserve. Also, sie haben das striktische Mindestreservenmodell, gleichzeitig die wettbewerbsfähigste Bank. Das geht ja eigentlich nicht auf. Oder? Sie können ja gar nicht so viel Buchgeld schöpfen wie wir Schweizer oder wie Engländer. Das Mindestreservenmodell, so wie ich es jetzt erklärt habe, ist theoretisch richtig, aber in der Praxis natürlich falsch. Sonst würde das nicht aufgehen. Kommen wir nochmal zu dem zurück. Also, wie es wirklich läuft, das ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Mindestreserve haben sie hier. In erster Linie, das Geld existiert, auch wenn sie es der Zentralbank einzahlen. Natürlich nicht mehr physisch, die schreibt ihnen das gut und bringt das Bargeld zurück in Umlauf, wenn sie das so machen. Und jetzt ist doch ein Herr auf der Bank am Start gewesen, wo ein Finger schnell am Abzug hatte und hat viel zu viel Kredit rausgegeben. Jetzt hat er eine doppelte Kreditmenge rausgegeben. Mindestens ist nicht mehr erfüllt, hat die das Buchgeld doppelt so hoch gemacht wie Mindestreserve. Also jetzt ist man unterdeckt. Das ist ganz einfach. Hat eine Bank zu wenig Mindestreserven, kann sie diese jederzeit durch Kreditaufnahme erhöhen. Sie zahlt dafür einfach einen Zins. Ganz einfach. So, sie nimmt das bei der Zentralbank aus oder bei anderen Banken. Also da haben sie einen neuen 100'000er auf der Seite. Frisch geschöpftes Geld, in dem Fall jetzt von der Zentralbank. Sie können das sich aber auch mit dem Bankenmarkt von anderen Banken leihen, die diese Reserve nicht ausgeschöpft haben. Zahlen dafür selbstverständlich einen Zins und dann haben sie die Mindestreserveforderung wieder erfüllt, die gesetzlich. Alles kein Problem. Sie können also Kredit ausgeben, wie sie wollen und nachträglich die Mindestreserve erfüllen. Sie zahlen dafür einen Zins. Das sage nicht ich, sondern das sagen die Herren, Vizepräsident der EZB sagt, ich habe es wieder auf Deutsch übersetzt, Banken treffen zuerst ihre Kreditentscheidungen und suchen dann nach der nötigen Finanzierung und den Zentralbankgeldreserven. Das ist schon original. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Handout, Sie werden alle, ich glaube schon gesagt, ist schon früher so gewesen, also der Herr Holmes, der der Reserve, Federal Reserve geschafft hat, am Open Market Account, das war der, der tatsächlich die Reserve jeweils rausgegeben hat und hat das schon in Bücher geschrieben vor 40 Jahren. In der realen Welt dehnen die Banken Kredite aus, schaffen dadurch Kundeneinlagen und suchen die Reserven dafür später. Das ist ein Originalzitat. Genau, jetzt gehen wir in die Stufe von der Macht noch ein bisschen weiter rauf. Das ist eine Bank, die wir möglicherweise viele gar nicht kennen. Das ist die Bank für den internationalen Zahlungsverkehr. Die steht in Basel, geografisch gesehen, rechtlich gesehen, nicht in der Schweiz. Das ist abgekürzt BITS. Die machen auch die Basel-Bestimmung, also Basel 3. Darum heisst die Basel 3, weil das ist eigentlich so eine Art Zentralbank. Lapidar gesagt, Zentralbank von der Zentralbank. Sie schreibt, tatsächlich spielt die Höhe der Reserven kaum eine Rolle für die Kreditentscheide der Banken. Die Höhe der ausstehenden Kredite hängt von der Bereitschaft der Banken ab, Darlehen zu vergeben und von der Nachfrage nach diesen Darlehen. That's it. Das ist ein Zitat. Ich habe das noch rot gemacht, weil es so schön ist. Willingness to supply loans. Also es hängt wirklich vom Willen von der Bank ab und von der Nachfrage. Ob man einen Kredit rausgibt. Muss Leute reden. Ja. Entschuldigung.
Am schönsten sagt es nicht eine Bank, sondern Trading-Agentur Standard & Poor's. Auch wieder auf Deutsch, ein bisschen holprig. Banken vergeben Kredite durch Erzeugen einer Forderung und einer Verbindlichkeit in ihrer Bilanz. Darum wird das Kredit Schöpfung genannt. Also religiös wieder, Schöpfung aus dem Nichts, Genesis. Kredite werden buchstäblich aus dünner Luft geschöpft oder durch Betätigen der Computertastatur. Darlehen stammen nicht aus Reserven und Darlehen stammen nicht aus Kundeneinlagen. Darlehen kreieren Kundeneinlagen, nicht umgekehrt. Danach müssen die Einlagen im Verhältnis zu einer bestimmten Menge an Reserven stehen, welche die Zentralbank liefert, die er bezieht. Da ist das Englische drin. Also, Geld, Credit is created literally out of thin air or with the stroke of a keyboard. Also, das Mindestreservenmodell stimmt theoretisch, muss aber auch wissen, eine Bank muss eine Mindestreserve bei der Zentralbank halten, das stimmt. Diese kann sie sich im Interbankenmarkt auch leihen und sie kann, unterschreitet sie Mindestreserve, weil sie mehr Kredite vergibt oder Kundengelder abfließen, kann sich die Bank diese auch noch nachträglich im Interbankenmarkt besorgen. Das ist alles kein Problem, man zahlt dafür einfach jeweils einen Zins. Also wir kommen nochmal zurück zum Mindestreservenmodell mit dem Mindestreservensatz. Sie sehen jetzt auch, warum die Mindestreserve völlig irrelevant ist. Bei der Fed ist es sogar so, dass Banken auf ihre Reserven Zinsen überkommen von der Zentralbank. Also es ist nicht ein Nachteil für die amerikanischen Banken. Sie haben dort 10% Reservenforderung. Für die kommen sie sogar noch Zinsen über. Die sind natürlich absolut sicher, weil die Fed geht nicht bankrott. Also die 10% haben sie sogar noch verzinst. Es ist in dem Sinn sogar ein Vorteil, könnte man argumentieren. Okay. Was bedeutet das alles? Ich habe mich noch fragen, wenn jetzt Banken müssen Zins zahlen, wenn sie Geld aufnehmen von der Zentralbank. Mhm. Den Zins können sie auch wieder selbst schaffen, oder? Das ist auch wieder Buchgeld. Also sie können nicht aus dem Nichts schaffen. Sie können nur bilanzrechtlich gesehen Geld aus dem Nichts schaffen, wenn sie das als wirklich als Anlagevermögen oder als Vermögen haben und auf der anderen Seite Verbindlichkeit erstellen. Denn sie können jetzt den Zins nicht, dann müssten sie auf der aktiven Seite einen Vermögenswert generieren. Auch die Löhne können sie nicht so zahlen. Sie können aber selbstverständlich Bilanzierungsgewinne schreiben. Also wenn sie eine Aktie haben und die Aktie steigt. Oder? Sie haben eine Apple-Aktie gekauft vor 15 Jahren für 10 und jetzt ist sie bei 10'000, dann haben sie einen Bilanzierungsgewinn von 9'990 und den können sie buchhalterisch verschieben, wie sie wollen. Den können sie auch als Dividenden auszahlen in den Eigentümer von der Bank oder selbstverständlich als Bonus. Ja. In dem Sinn können die Banken auch den Zins theoretisch so zahlen. Also theoretisch nein, in der Praxis ja. Also theoretisch nein, in der Praxis, wenn man es so anschaut, ja, wenn ich das richtig verstehe. Also einfach so, dass der Zins ist kein Hindernis, so nein. Das ja. Das meine ich. Nein. Aber was passiert denn, wenn ich als Banker zum Mindestreservensatz rüber tue und mich Kredit nehme und ich dann den Kredit nicht kaum bezahle? Dann rettet sie den Staat aus Erfahrung. Also, also der Staat, die Schweizerische Nationalbank, muss man sagen. Also, wir haben das vorher besprochen. Grundsätzlich ja, hat natürlich eine Bank sicher ein Risiko, jederzeit. Wenn aber eine Bank weiss, weil sie systemrelevant ist, und das sind mittlerweile ganz viele Banken, weil Banken immer grösser werden, ist das faktisch kein Risiko mehr. Oder zumindest ein asymmetrisches Risiko. Jetzt kommen wir zur fundamentalen Frage, was nämlich Geld ist. Was ist Geld? Man sieht, Geld versteht, kommt in der Regel als Verbindlichkeit in die Welt von einer Bank, von einer Geschäftsbank. Also 90% von allem Geld. Nicht nur das Buchgeld von der Bank, sondern auch das Zentralbankgeld schlussendlich ist mit einem Zins behaftet und erscheint in der Bilanz von der S&D als Verbindlichkeit. Das zahlen die Banken einen Zins. Das ist die Schuld von der S&B. Der Notenumlauf von der S&B erscheint in der Bilanz ebenfalls als Verbindlichkeit. Es ist ebenfalls eine Schuld. Das haben sie eigentlich schon fast gesagt. Was ist Geld? Das ist das, was so einfach ist und
durch die Unglaubwürdigkeit entzieht sich die Wahrheit ihrem Erkanntwerden. In unserem System ist nämlich Geld Schuld. Es ist exakt der absolut identische Begriff. Die sind austauschbar. Wir haben keine Schuldkrise, wir haben eine Geldkrise. Jedes Geld, das in die Welt kommt, kommt als Schuld in die Welt. Es ist immer eine Schuld, es ist immer eine Bankverbindlichkeit. Ob das jetzt von einer Privatbank gegenüber einem Kunden ist, als Verbindlichkeit, als Schuld, oder ob das von der SNB gegenüber Geschäftsbanken sind, es ist immer eine Schuld. Das wird von gewissen Ökonomen klar erkannt, von vielen nicht, aber von gewissen wird es erkannt. Einer, der das am Fernsehen schon gesagt hat, der Hörmann hat das auch schon gesagt, was ich vorgesehen habe, der scheint aber nicht, er scheint nicht mehr am Fernsehen, er ist nur noch im Internet, finden wir den. Vielleicht kennen Sie den Dirk Müller, Mr. DAX wird er genannt. Der hat immer die deutschen Börsenzahlen gelesen, dürfte vielleicht bekannt sein. Dann Steffi Lorenz ist Lehrerin, Wirtschaftslehrerin. Klingt sich heute in die Sendung ein mit der Frage, wie kann ich meinen Schülern überhaupt noch dieses Wirtschaftssystem erklären? Weil sie kommt langsam an ihre Grenzen und sagt, ist nicht eigentlich auch unser Geldsystem an sich irgendwie falsch gelagert? Absolut. Wir haben ein völlig falsches Geldsystem, wir haben ein völlig falsches Wirtschaftssystem. Da läuft so ziemlich viel falsch. Wie kann man das einfach erklären? Wir haben ein Schuldgeldsystem. Schuldgeldsystem heißt, dass alles Geld, was auf der Welt existiert, nur durch Schulden entsteht. Geld wird nicht einfach geschaffen und verteilt, sondern Geld entsteht, indem du beispielsweise einen Kredit aufnimmst. Und dann leiht dir jemand Geld, das er neu schafft. Und du hast damit Schulden. Das heißt, allen Schulden auf der Welt steht genauso viel Guthaben gegenüber. Wenn Deutschland 2 Billionen Schulden hat, hat irgendjemand 2 Billionen Guthaben. Das ist ganz einfach. Geld kommt aus Schuld in die Welt. Ihre Schuld ist jemand anderem sein Vermögen. Ihres Vermögen ist die Schuld für jemand anderem. Es ist nur immer aus Schuld in die Welt. Sie verteilen einfach Schulden gegenseitig. Jemand wirkt das sich aus als Vermögen, jemand anderem als Schuld. Das könnte man natürlich auch anders sagen. Geld ist Guthaben. Ja, Geld ist... Einerseits ist Geld das Guthaben für den einen und Geld ist Schuld ist für den anderen. Absolut, genau. Aber es ist der identische Begriff. Also Schulden ist Geld. So, also wenn wir die Schulden tatsächlich würden zurückzahlen würden, in Schweizer Stadt, glaube ich, 250 Milliarden. Wenn ihr tatsächlich auf die komplett falsche Idee kommt, die Schulden zurückzuzahlen, würde der Schweizer Wirtschaft 250 Milliarden Geld entziehen. Wir kommen in eine unglaubliche Deflation rein. Das wäre fatal. Weil das Problem ist intuitiv. Das ist nicht die gleiche Schuld, wie die Schuld, die sie tatsächlich haben, wenn sie einem Freund oder einem Bekannten Geld geben. Das ist physisch um und kommt dann wieder zurück. Das ist Schuld, die entsteht aus dem Nichts. Alles Geld entsteht aus dem Nichts, wird Gott zurück ins Nichts. Eine Bankschuld ist nicht die gleiche Schuld, wie sie kennen untereinander. Ähnlich mit der Hypothekarschuld. Ja. Ist eigentlich auch... Selbstverständlich. Das ist nicht eine Schuld, wie wenn ich jetzt dir 100 Stutz gebe und du bist mir wieder zurück. Ich habe einfach von der Bank das Geld gut, ich kann mich in dem Wirtschaft, das ist ja gegenwärtig, oder? Mhm. Für die Bank. Ja. Aber die Hypothek ist aus dem Neuen geschaffen worden und die Hypothek, die dein Vater schon aufgenommen hat, hast du jetzt und während deine Söhne einmal übernehmen dafür Zinsen zahlen. Ja, genau. Okay. Das Geld ist aus dem Neuen erschaffen worden. Mit dem Recht, Zinsen einzufordern und müsst es enteignen. Wenn ich sie können zahlen. Dazu eine Visualisierung. Man braucht eigentlich 3 Player, um das ganze komplexe System abzudampfen, ganz einfach zu machen. Also wir haben gesehen, Kreditvertrag, der wird unterschrieben vom Herrn Blank, dann entstehen 5 Geld. Ich mache es jetzt nicht mit Computer, rein aus Faulheit, das ist einfacher so zu zeigen. Und zweitens ist das System auch nicht neu. Sie wissen, also wir haben jetzt, das System, das Spiel ist einfach jetzt so, Sie haben Buchgeld und Sie haben Anspruch auf Bargeld. Und Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Früher war es also so, Bargeld, also Banknoten in dem Fall, sind Anspruch auf Gold, selbstverständlich. Und jede Bank hat selber Noten herausgegeben, was immer ein Anspruch war auf Gold. Also auch heute, man sagt, ich weiß gar nicht, ob das so wäre, aber für eine Banknote, haben wir noch Gold über die Zentralbank? Nein. Nein, oder? Das ist aufgelaufen. Lustigerweise erscheinen aber trotzdem die Noten bei der Zentralbank als Verbindlichkeit, also als Schuld.
Schuld auf was denn? Bemerkung am Rand. Aber wir machen das gleiche Spiel jetzt auch nicht mit Computern, sondern mit Noten, was eigentlich genau das gleiche System ist. Also die Noten sind da. Der Kreditvertrag wird säuberlich aufbewahrt. Und die Bilanz entsteht, also die Bilanzverlängerung entsteht und sie haben dann 5 Forderungen, also eine Bank hat 5 Forderungen und 5 Verbindlichkeiten. Sie haben kein Gold geliefert, sondern nur Anspruch. Jetzt haben wir Geldmenge im System ganz einfach. Wir haben 5 Geldmengen im System und das Geld ist selbstverständlich Schuld. Weil der Herr Blank muss das wieder zurückzahlen. Jetzt macht der Herr Blank das nicht aus Spass und er will das Eigenheim und gibt das einem uns bekannten Immobilienhändler. Der gibt ihm für ein schönes Eigenheim. Ihm erscheinen jetzt die 5 Schuld vom Herrn Blank selbstverständlich als Guthaben. Für ihn ist es Geld. Also der Herr Blank, der Herr Stutz, hat jetzt 5 Noten auf seinem Konto oder bei sich selber daheim im Hosensack. Ja, gut gewirtschaftet, ich habe 5 Geld. Und der Blank sagt, jetzt habe ich zwar ein Haus, aber ich habe 5 Schulden. So. Selbstverständlich, der Herr Blank arbeitet ja und vielleicht verkauft er dem Herr Stutz ein Auto. Der gibt ihm dafür 1 Geld und er amortisiert. Er bringt es der Bank und was passiert? Das Geld löst sich selbstverständlich auf. Es ist die Schuld, löst sich wieder auf. So, zack. Jetzt passiert in der Bankbilanz Folgendes. Genau, die Forderungen nehmen ab. Nur noch 4 Forderungen, nur noch 4 Verbindlichkeit. Geldmenge sinkt, wir haben nur noch 4 Geld, wir haben aber auch nur noch 4 Schuld. Also der Herr Blank ist in dem Moment glücklich, kann amortisiert. Der Herr Stutz sagt, hat dieses Auto wirklich gebraucht? Hat darum nur noch 4 und er hat nur noch 4 Schulden. Alles einfach. So. Das ist ganz simpel. Jetzt ist natürlich das Spiel ja so, dass ein Zins noch dazu kommt. Und Sie sehen schon, der Zins ist ja selbstverständlich nicht mitgeschöpft worden durch Kreditvergabe. Also der Blank theoretisch schuldet 5 zurück plus Zins. Woher holt er denn den Zins? Den gibt es ja noch gar nicht. Also wenn er jetzt würde amortisieren, hat er immer noch seine Zinsen nicht bezahlt. Wenn man einen Ökonom damit konfrontiert, sagt er, ja, nein, aber der Zins, der kommt immer wieder zurück ins System. Okay. Wenn die Schulden so lange die Schulden da bleiben, haben wir Geld und das stimmt. Also man kann sagen, der Blank verkauft das Auto, also man braucht vielleicht noch ein zweites Auto, zahlt er mit dem Zins, er hat vielleicht eine Wohnung, von der mietet, er zahlt dafür die Miete, der Zins geht wieder zurück zu ihm, er verkauft ihm wieder das Auto, er mietet wieder und so weiter, er häuft einfach Autos an. Darum muss unsere Wirtschaft selbstverständlich wachsen, um die Zinslast überhaupt, um die Zinsen überhaupt können zu begleichen. Und man hätte eigentlich theoretisch, wäre das möglich, komplett, dass wir einen Kreislauf haben, der Zins geht immer hin und her, das Auto wird verkauft, der Zins wird bezahlt und es wird gelebt. Und das Auto wird wieder verkauft und mittlerweile hat Herr Stutz schon x Autos. Die Wirtschaft ist gewachsen, die Geldmenge ist immer konstant. Dass jeder von uns weiß, dass das natürlich in der Realwirtschaft also wirklich nicht so läuft, weil irgendjemand gibt den Zins nicht einfach immer weiter. Oder? Dass es reicht, wenn der Herr Stutz kein Auto mehr würde kaufen, dann könnte der Blank schlichtweg seinen Zins nicht zahlen und würde enteignet werden. Ich bin tendenziös und ich natürlich in dem Fall sage ich auch, Zins, die sackt natürlich die Bank ein. So, hab. So, der behaltet sie, tut sie in seinem Tresor und gibt die an als Eigenmittel. So, er hat jetzt nur noch 3 Geld, oder? Er hat ein Auto gekauft, kommt der Zins nicht mehr, also hat jetzt weniger Geld. In der Bankbilanz steht Folgendes. Sie haben Verbindlichkeit, ihre Schuld von der Bank ist das Guthaben von Herrn Stutz. Die Forderung ist nach wie vor 4. Sie haben jetzt aber neu den einen Wertschein bei sich selber als Eigenmittel und weil das Eigenkapital sich errechnet durch Aktiva minus Passiva, ergibt sich, dass sie 2 Eigenkapital haben. Sie haben weniger Verbindlichkeit, dafür Eigenmittel mehr, was Differenz 2 macht. So viel Eigenkapital können Sie jetzt haben. Also Eigenkapital entsteht grundsätzlich nur rechnen. Jetzt raucht ihr Köpfe, Sie können es wirklich gerne wieder vergessen. Es ist nur, dass man es anschaulich hat. Und man hat folgendes Problem, haben in dem System jetzt nur noch 3 Geld und 4 Schulden.
Also der Zins ist jetzt abgeschöpft worden, ich habe es gehört, der Bank, es hätte aber auch gerade so gut können, er abschöpfen, indem er so viel Spargeldkonto legt und den Geldfluss entzieht. Zudem für euch hier eine, Spargelder zählen ja nicht zu der Geldmenge M1. Aus gutem Grund. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Er kann schlichtweg seine Schulden nicht zurückzahlen, weil im System hat es nur noch 3 Geld. Das ist die Schuldenkrise. Gut, aber dass nochmal jemand ist, der kein Geld hat, und das ist nämlich der Herr Stier. Auch der unterschreibt. Und auch der will das Eigenheim, auch der kommt Geld über. Und gibt es selbstverständlich dem Herrn Stutz. Der Herr Stutz jubelt, weil er hat 8. Und sagt, ich habe gut geschäftet, was für ein Geschäftsjahr, aber der Herr Stier hat 5 Schulden und er hat 4 Schulden. Opa, genau. Und die Geldmenge ist zwar gewachsen, aber die Schulden sind nach wie vor da. Jetzt muss der Herr Stier die Zins zahlen plus Schulden zahlen. Das ist unsere Wirtschaft eigentlich in einer Nutshell. Das ist meine Interpretation davon. Da können wir gerne darüber streiten nachher. jetzt kommt die grosse Frage, ja, schön und gut, was bedeutet das alles? Was bedeutet das? Jetzt kann man sagen, man kann einfach mal die eigene Position für mich selber. Ja, grundsätzlich, was ich gesagt habe, mein Guthaben ist die Schuld für jemand anderem. Die Verzinsschuld für jemand anderem. Und umgekehrt, meine Schulden sind das Guthaben für jemand anderem. Das ist nicht so gut. Ich zahle Zinsen für Geld aus dem Nichts. Schaffe ich das nicht, werde ich enteignet. Aber also, was heißt enteignet? Also ich meine, sie verlieren zum Beispiel ihre Sicherheit, die sie angeben. Also wenn wieder zum Beispiel, wenn man eine Hypothek aufnimmt, muss man eine Sicherheit angeben. Mhm. Und wenn man die Hypothek nicht zurückzahlen kann oder einen Zins hängen bleibt, dann ist ja das so, dass die Bank schlussendlich sagt, okay. Aber ich bin nicht schuldlos. Ja, man wird schon los, aber natürlich auch das Haus. Juristische sind natürlich nicht, aber wenn man natürlich weiss, dass sie genauso Gläubiger sind von der Bank wie Schuldner, wenn juristisch gesehen ist nämlich, und es gibt Fälle apropos, wo Leute erfolgreich gegen genau das gekämpft haben, weil sie gesagt haben, sie haben gar nie etwas bekommen von der Bank. Der Vertrag ist nichtig, weil die Bank nie geliefert hat. Und die haben, in Amerika gibt es einen Fall, ich kann das sich dir schicken, wo tatsächlich jemand es erfolgreich angefechtet hat. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Ich meine, wir reden hier nur immer von der Bilanz, aktive, passive. Aber was ich eigentlich hier vermisse, ist die Erfolgsrechnung. Genau. Die Erfolgsrechnung, die spielt natürlich wesentlich drin und die spielt drin für Zinsen zu zahlen. Ja. Oder? Dort hast du die Ertragsseite, genau wie die Löhne, die werden mit dem Aufwand zahlt. Und das muss ja die Bilanz und die Erfolgsrechnung, das wird ja dann schlussendlich am Jahresende wird das saldiert und das muss rauskommen. Mhm. Und ja, eben, wir haben am Anfang von der Buchhaltung haben wir auch noch Verschiebungen gehabt innerhalb von der Bilanz. Das ist relativ einfach gewesen. Aber es muss immer noch eigentlich der Volkskraft dazu. Mhm. Gut, ja. Also, ja, ich meine, grundsätzlich macht es nicht einen grossen Unterschied für Dinge von der Bilanzverlängerung. Also ich meine, nur schon vor der Krise hat zum Beispiel die UBS ihre Bilanz verlängert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Es waren über 2500 Milliarden gewesen. Das ist das Dreifache von Bruttoinlandprodukt. In dieser Bilanz entsteht das Geld, das ist ja mein Punkt. Also das Geld entsteht in dieser Bilanz. Über mein Urteil, über unser Wirtschaftssystem können wir wirklich streiten. So, aber ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht reden wir noch ein bisschen darüber. Wir sind gerade am Ende. Jetzt zahlen wir natürlich nicht nur seine eigenen Zinsen, weil ich zahle meine eigenen Zinsen, zahle die Zinsschuld des Wohnungseigentümers über meine Miete, das wird so abgewälzt. Die Zinsschuld des Staates über meine Steuern, also 250 Milliarden sind selbstverständlich verzinst, die können selber ausrechnen, was das bei 2% ausmachen. Die Zinsschuld der Industrie über die Produkte, die ich kaufe, oder jede Dienstleistung, hat selbstverständlich auch einen Zins drin. Also die Industrie ist natürlich verschuldet bei Banken, also mit Geld aus den Leuten, die sie mit Zinsen drauf zahlen. Jedes Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet, hat Schulden bei der Bank und tut ihre Zinslast
Ihnen als Kunde selbstverständlich auferlegen. Also wir zahlen grundsätzlich immer Zins, auch wenn wir gar keine Schulden haben. Was bedeutet das für die Weltpolitik? Ich habe hier ein Beispiel. Nein, machen wir es sofort so. Beispiel Griechenland. Das Geld, welches Griechenland schuldet, gab es vorher noch gar nicht. Um die Schulden zu begleichen, sind sie auf neue sogenannte Hilfskredite angewiesen, wo sie selbstverständlich auch wieder Zins draufzahlen müssen, welche ebenfalls aus reinen Buchungssätzen kommen. Das Begleichen von Schulden führt zur Vernichtung von Geld und zieht deflationäre Konsequenzen nach sich. Das ist die grosse Angst, die wir jetzt haben. Weil niemand mehr Kredit aufnehmen will. Wenn wir die Schulden tatsächlich zurückzahlten, hätten wir kein Geld mehr. Übrig blieben sogar Schulden, da das Geld für die Zinsen bei der Kreditschöpfung nicht mitgeschaffen werden. Ich habe noch eine andere Frage. Wenn jetzt das Geld, also jetzt durch Kredit also geschöpft wird, oder auch die... Durch die Ankäufe. Ja, überhaupt das Geld, wenn es jetzt so entsteht und druckt wird, wie geht denn das zuerst in die Wirtschaft raus, also als allererstes? Also, jetzt also wenn jetzt ja Nationalbank das Geld macht, oder? Wer kommt denn das Geld? Das ist immer nur ein Kredit. Also die Nationalbank, wir selber können nicht zu der Nationalbank sagen, darf ich mal ein paar Noten haben, das geht nicht, wir haben kein Geld bekommen. Geht immer, also, aha, verstehe ich jetzt die Frage richtig. Also wie können wir, also das Bargeld kommt raus immer über den Zwischenschritt von der Geschäftsbanken. Ja. So. Theoretisch, wenn ich richtig informiert bin, könnte Bund das Münzgeld direkt rausgeben. Dann könnte es tatsächlich aus dem Parlament könnte das Münzgeld geschaffen werden und man könnte damit quasi die Löhne für die eigentlichen Angestellten zahlen mit Münz. Aber nur für die eigenen Angestellten? Ja, oder das, was sie auch immer müssen finanzieren müssen. Ja. Sie können auch den Grippen kaufen. Das ist wieder akzeptiert. Ich bin einfach ein paar Lastwege. Aber sonst geht das Geld immer über den Zwischenschritt von Geschäftsbanken raus. Und die zahlen, für das sie Noten beziehen können, bei der Zentralbank einen Zins. Das ist der Zins, den sie auf die Reserven haben. Die sind mittlerweile bei der UBS. Schafft jemand bei der UBS? Ah, gut. Die Reserven der UBS sind mittlerweile 100 Milliarden. Sie zahlen im Moment, glaube ich, aber weil es gibt zwar Negativzins, aber sie zahlen offenbar, lohnt sich so solche Dinge zu zahlen. Können wir vielleicht nachher nochmal darüber reden, das nimmt mich nämlich wundern. Sie zahlen auf das einen Zins. Also man kann korrekterweise formulieren, das Notengeld ist eigentlich auch mit einem Zins belastet. Der zahlt man vorgängig. Also die Möglichkeit, Notengeld zu beziehen bei der Nationalbank, er holt sich eine Geschäftsbank durch Zinsen zahlen auf die Reserve. Also sie zahlt es eigentlich wie vorher. Und wenn sie Bargeld bezieht, verringert sich ihre Reserve. Reserve ist identisch, also Zentralbankgeld ist identisch mit Bargeld, rechtlich. Aber das können wir nicht über, wir können nur das Bankenbuchgeld. Sie haben es geschafft, wir sind am Ende. Ganz kurz Zusammenfassung, wie kommt das Geld in die Welt? Ganz einfach, wie ich versprochen habe, in die Welt, indem jemand einen Kredit aufnimmt. Das ist der Hauptprozess. Oder? Geld kommt in die Welt, in den Bankvermögenswerte, Immobilien, Wertschriften, Kunst, ist auch gut. Steigert unter Umständen auch den Wert, oder? Kunstgegenstände von Kunden abkaufen. Das sind die zwei grossen Möglichkeiten, wie Geld in die Welt kommt. Und darum, Geld kommt als Schuld in die Welt. Diese ist meistens verzinst. Das ist das ganze grosse Geheimnis. Und ich habe ein Zitat gefunden, warum er über Geld nicht spricht. Ich habe nicht gefunden, wo es genau ist. Vielleicht ist es ein Mythos, aber anscheinend hat das der Henry Ford gesagt. Ich finde es trotzdem treffend, auch wenn er es nie gesagt hat. Und das gilt es ja hoffentlich zu vermeiden. Gut, mit dem... Ja, danke. Die Frage ist, was? Ja, zeig doch.